Ich war ein Fehler. Geschrieben stand, dass vor 23 Jahren, im Jahre des Feuerpferdes, ein Gott wiedergeboren wurde. Im Körper eines sterblichen Mannes. Ein Retter, der unser Volk ein- und ins gelobte Land führen würde. Stattdessen wurde ich geboren und brachte meine Mutter den Tod. Und mein Volk weinte. Für sie war ich ein böses Omen. Vielleicht hatten sie recht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Und zwar zu dem schon recht alten exklusiven PS3-Titel Heavenly Sword, was einer mit der... Na okay, es war kein Starttitel. Es kam... Ja, wann kam es raus? Ende 2007, glaube ich. Und die PS3 kam ja im März 2007, aber ist egal. Auf jeden Fall habe ich mich dazu entschieden, das zu Let's Playen, weil es recht cool ist. Und mich auch viele Leute nach God of War gefragt haben, ob ich das mal Let's Playen kann. Werde ich eventuell auch irgendwann. Aber ich habe mich jetzt lieber erstmal für die Goddess of War entschieden. Ja, wir sind jetzt hier gerade, wie ihr am Anfang gelesen habt, in der letzten Schlacht. Und jetzt erfahrt ihr, was es damit auf sich hat. Mein Clan glaubt, dass dieses Schwert für einen Gott geschmiedet wurde. Wenn es ein Sterblicher in der Schlacht führt, raubt es ihm seine Lebenskraft. Der Clan muss die heilige Waffe schützen. Selbst in unseren dunkelsten Stunden wurde sie niemals eingesetzt. Aber ich führte das himmlische Schwert, genoss die Anmut und die Wut meiner Schläge. Jedoch vergaß ich nie den Preis, den ich für diese Macht gezahlt hatte. Dass ich meine tödliche Wahl getroffen hatte. Der Pakt ist beendet. Jetzt zahle ich den Preis. Ich habe nie gebetet. Die Götter hören selten zu. Es gab eine Zeit, in der ich den Tod begrüßt hätte. Doch jetzt würde ich durch die Hölle gehen, um eine zweite Chance zu bekommen. Nein! Nein, warte! Warum wurde ich jetzt geholt? Bitte. Ich muss zurück. Lass mich gehen. Sie schaffen es nicht ohne mich. Antworte mir! Ich bin nicht bereit zu sterben. Noch nicht. Ja, da wo wir uns jetzt befinden, ist man könnte es als den Hades bezeichnen. Es ist sozusagen das Totenreich. Ihr habt gerade gesehen, es war die letzte Schlacht. Wir sind so gesehen gerade gestorben und ist schon mal ein geiler Anfang für ein Spiel, wie ich finde. Und dürfen jetzt sozusagen alles, was davor passiert ist, bis zu der Schlacht hin wieder nachspielen, damit wir die Geschichte von unserer Heldin namens Nariko erfahren. Ja. Okay, ja, jetzt haben wir hier die Auswahl aus Kapitelauswahl, Komboliste, Bonusmaterial und alles Mögliche. Ich muss aber allerdings jetzt erstmal in die Option, was auch sehr schön gemacht ist. Und, was wollte ich denn noch machen? Genau, ein bisschen die Effektlautstärke und die Musiklautstärke ein bisschen runterdrehen.
weil man die Sprecher doch manchmal recht schwer verstehen kann, weswegen ich auch schon den Untertitel angemacht habe. Okay. Ja, speichern wir das mal. Ja, das ist ein großer Kritikpunkt an dem Spiel. Es hat sehr lange Ladezeit manchmal, wenn ihr das Spiel einlegt und wieder da anfangen wollt, wo ihr aufgehört habt. So, jetzt kommen wir zur Kapitelauswahl. Zack, Kapitel 1. Ihr seht, 6 Abschnitte hat das und wir starten mit dem ersten Abschnitt, Kunst der Schlacht. Ja, der erste Teil des LPs hier wird jetzt wahrscheinlich mehr aus Zwischensequenzen als aus Gameplay-Szenen bestehen. Aber das ist bei so einem Spiel auch mehr als verständlich. So, das wollte ich sagen. Okay, dann fangen wir an mit Kapitel 1, die Kunst der Schlacht. Boran, König eines fernen Landes, sucht nach dem himmlischen Schwert. Für ihn ist es ein Zeichen der Macht über meinen Clan. Und damit über das Land meines Clans. Boran jagt uns seit Monaten. Er ist unerbittlich. Mein Volk kämpft tapfer. Doch lange halten wir nicht mehr stand. Kai! Ich mag diese Trommel nicht. Ich mag sie nicht. Wir müssen zur Festung. Schnell! Wir sitzen wie Ratten in der Falle. In Bedrängnis werden sogar Ratten zu Tigern. Und erlegte Tiger sind begehrte Trophäen. Genug! Halte Wacht auf der Mauer. Wie du befiehlst. Worauf wartet ihr? Versperrt die Tore! Ja, Meister Shen. Sie erklimmen die Mauern! Ja, jetzt geht's los. Jetzt dürfen wir das erste Mal kämpfen. Ja, Viereck oder Dreieck, um anzugreifen. Alles klar. Ja, wie gewohnt halt starke und weniger starke Angriffe, wie bei vielen Spielen. Ihr werdet später im Spiel auch feststellen, dass es wirklich sehr viele Parallelen zu God of War gibt. Und selbst die Steuerung. Ja, weil man kann die Kamera, außer jetzt hier mit den L2 und R2 Tasten, nicht wirklich steuern, wie man will. Wie man es normalerweise mit dem rechten Stick macht. Sondern mit dem rechten Stick macht man auch eine Rolle. Genau wie Kratos. Naja, aber beide Sony-exklusive Spiele, sie haben im eigenen Haus geklaut, sozusagen. Also stört mich das nicht. Und wenn das Spiel dann auch noch gut ist, was Heavenly Sword auf jeden Fall ist, dann ist es kein Problem. Ja, von ja, holen sie schneller. Okay, ja. Ja, es ist ein reinrassiges Hack'n'Slay, würde ich sagen. Und Nariko wird automatisch. Ja, genau. Sie wird automatisch ab, wenn man nicht angreift. Was manchmal ein bisschen verwirrend ist. Da kam ich am Anfang nicht mit klar, weil ich immer die Blocktaste gesucht habe. Und meistens hämmert man sowieso auf die Tasten, sodass man eigentlich ununterbrochen angreift und dann auch ununterbrochen getroffen wird. Weichen Sie mit dem rechten Stick aus. Jupp. Ja, also erstmal hier so ein kleines Tutorial, ist ja klar. So, ja. Bohans Soldaten zu sehen. Ja, zur Geschichte erzähle ich gleich noch was, oder besser gesagt im nächsten Teil von LP, weil meine Zeit ist schon wieder um. Ja, hat zwar jetzt mit viel Zwischensequenzen angefangen, aber das ist ja normal. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem bis hierhin jetzt schon gefallen und ihr werdet auch die nächsten Teile davon gucken. Also bis dann. Ciao.